Hallo, Halli, Hallöle und herzlich willkommen bei Exosockt, den offiziellen Sims 4 Blues Sender. Und ja, es ist dunkel in der Nacht. Ja, wir genießen hier ein bisschen Blues. Und ich überlege gerade, warum das mit den Spielen nicht funktioniert hatte bei der Kleinen. Ja, hier also bei ihr hier. Also da. Und habe gerade von meiner Qualitätssicherung einen Tipp bekommen. Und diesen Tipp werden wir einfach mal umsetzen. Genau, wir gehen einmal in den Baumodus. Ja, machen hier einmal die Wände weg. Und werden jetzt im Kinderzimmer einige Objekte platzieren. Genau, Objekte, Kinderzimmer. Und in den Kinderzimmer machen wir Spielzeug hinein. Hier so Fusselzeug, hier so Kleinkram. Ja? Hier, so ein Pferd zum Beispiel. Pferdchen! Ein Auto! Verlotter Flitzer! So einen kleinen Kinderwagen. Ein kleinen Dino. Ein kleinen Teddy. Oh, der war zu groß. Ein kleines Pferdchen. Actionfiguren. Noch eine Actionfigur. Eine Helikopter. So, das reicht jetzt aber. Gut. Ich hoffe, dass das funktioniert. Das werden wir dann sehen. Weil sonst werden die Kinder nachher schnöselig. Ne? Obwohl in diesem Haushalt kann das sowieso schnell passieren, dass man schnöselig wird. Genau. Ja, Katastrophe. Das ist der Schnöselhaushalt. Das sind die Schnösels. Das sind gar nicht die Quantums. Ne? Das sind die entfernten Verwandten hier von der Schlömpels. Ne? Das fängt ja auch mit SCH an. Ja. Und Schnösel und Schlampungs. Ja, Schlampungs. Das ist wieder was anderes. Oh Gott, das ist der Hammer. Ich glaube, ich habe ein bisschen Freude. Gut, ich würde mal sagen, wir lassen uns mal Tag werden. Schubidubidu. Mal gucken, wer als erstes wach wird. Und je nachdem, wer als erstes wach wird, mache ich mal eine andere Musik an. Es wird als erstes... Oh, unwohl. Ja, dann lassen wir Blues an. Wenn da sich jemand unwohl fühlt, dann machen wir mal gleich. Intensiv zu... intensiv zuhören. Das ist genauso wie den Intensiv-Glücksbärchens. Kennt ihr die? Gut, sie will einmal auf der Toilette, würde ich mal sagen. Hat sie Blut. Oi. Gefahr. Mr. Robinson, Gefahr. Mr. Robinson. Oh Gott, das geht gar nicht. Eine Chanelle-Mahlzeit. Nee, Quatsch. Einmal öffnen. Sie holt heraus einmal der Monte Cristo. Und danach macht sie einmal Hygiene. Ein Schaumbad nehmen. So. Go. Und dann wird sie hier mit den Figuren spielen. Genau. Spielen. Übrigens, spielen und spielen ist voll. Okay. Gut. Oh Mann, das ist ein Morgen. Dieser Morgen ist so grauenhaft, weil ich auf Klo muss und für das Geschäft schaffe. Danach geht's in die Küche. Dort muss ich essen. Und das Essen ist schon so alt. Ja. Naja, mittlerweile sieht es nicht mehr so übel drauf aus. Ah. Ei. Das wäre aber beinahe in die Hose. Ja, oh, das wäre so unangenehm. Auf jeden Fall wäre das unangenehm. Deshalb bin ich froh, dass das nicht passiert ist. Ja. So. Oh, Energie geladen. Selbstsicher. Mensch, da geht was ab. Soll mal einer sagen, hä? So, was soll sie denn noch machen? Kreativfähigkeit erreichen von 5. Erhalte eine Fähigkeit um auf Level 4. Was soll sie denn noch für eine Fähigkeit hier bekommen? Oder eine auf 4?
Ich verstehe diese Anzeige nicht. Er hätte 1 Fähigkeit, um Level 4 zu erreichen. Also eine Fähigkeit auf Level 4. Da kann sie dann hier mit der Creativity machen. Da hängt auch übrigens wieder nochmal ein Bild drauf. Oh, also ist blöd, so sehe ich das nicht. Kommen überall die Kinderbilder hier hin. Gut, wo kommt das hin? Wo passt das noch? Hier hin, okay. Das heißt, er kann sie dann nochmal hier malen. Zeichnen! Einmal ein Fahrzeug. Danke sehr. Dann muss sie eh auch 5 machen. Das heißt, wenn sie 4 schafft, dann hat sie schon was geschafft. So, theoretisch. Genau. So. Sobald müsste doch langsam jemand noch wach werden. Shady ist wach, so theoretisch. Wo ist denn der? Shady! Am Essen ist er. Okay. Shady, was sollst denn du noch machen? Sozialfähigkeiten erreichen. Ja, schön für dich. Du darfst die Sozialfähigkeiten... Du darfst die Sozialfähigkeiten erreichen. Die Sozial... Ja, die darfst du... erreichen. So, aber vorher darfst du aufräumen. Und dann darfst du dann mal eine Blase leeren. Ich hoffe, dass sie dann fertig... Ne, wir nehmen einen anderen, sonst wird's peinlich. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein, dass es peinlich wird. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein, dass es peinlich wird. Da 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 di da da da. Da 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 di. Quassel den Dino hier voll. Dann ist der Dino voll. Genau. So, ich höre hier noch Geräusche. Achso, sie ist das. Ich wollte schon sagen, was sind das für Geräusche? So, Tim ist wach. Er muss in 7 Stunden zur Arbeit. Auch Tim hat ein Bedürfnis. Und ich werde auch wach. Oh Gott, jetzt werden hier alle wach. Ich habe ein bisschen Hunger. Dann holen wir uns ein bisschen gegen den Hunger. Aber erstmal verdorbenes Frühstück aussortieren. Dann mache ich hier mal öffnen. Was machen wir denn hier? Den Monte Cristo Sandwich. Einmal ein Gericht nehmen. Danke sehr. Irgendwie war jetzt was Blockiertes. Verdorbenes Essen aussortieren. Das darfst du dann auch nochmal machen. Machst du ja eh gerne. Na? Du machst gerne sauber. Du säuberst so gerne. Ja. Boah, heute ist der Blues Day. The Blues Day Presents by bluesradio.com, you know. So, Blase sowieso, Hygiene, ein bisschen Hygiene auf jeden Fall, ist nicht vergehrt. Und sie muss Schachspiele spielen. Da könnte er so popetrig sich mal mit der Tim beschäftigen, ne? Das heißt, einmal hier spielen mit, genau, spielen mit ihn hier. Und er darf bitte mal sein Essen abstellen einfach, okay. Ist zwar jetzt nicht so ganz fachgerecht, jetzt weiß ich auch, wer immer was hier abstellt. Das heißt, du darfst das hier mal wieder aufräumen. Genau, so. Okay. Wer? Was? Warum? Sie ist noch am Baden. Sie ist doch schon fertig mit dem Baden. Komm hier, spiel mal mit deinen Papa herum hier am Schach hier. Ha? So, sie ist am Zocken da unten. Na, gucken wir mal, wie das damit ausschaut. Okay, das scheint zu funktionieren. 1 von 3, 2 von 3. Sehr schön. Ja, darauf freue ich mich schon mal. Da meine Qualitätssicherung doch ein gutes Auge für sowas hatte.
funktioniert sowas auch. Genau. Jetzt wird nochmal mit dem Auto gespielt. Das passt auch ganz gut. Und danach geht es sozusagen in den Kreativmodus. Wir werden also sozusagen den Kinderwagen wegmachen. Den spielst du dann nicht mehr. Sie malt sozusagen gleich ein Bild. Sie macht sozusagen beildene Kunst. Gut, hier sieht's ganz manierlich aus. Schachspiel mit Erwachsenen. Ja, gucken wir mal, ob das funktioniert. Und bei JD eine Freundschaft fürs Leben schließen. Und wer eignet sich denn da besser als... Na? Opa. Gut, was ist hier los? Zusatzaufgabe. Ist das ein Streber? Boah, Strebe! Strebe! Wobei, mir wurde ja in der Tipps gesagt, ich soll mich um die Hauszusatzaufgaben kümmern, dann steigen die schneller. Streber. Jay, du bist ein Streber. Oh Gott, ich kann ja nicht aufhören, ja. Gut, okay. Du wirst aber gleich dich ein bisschen noch sozialisieren. Ja, genau. Und zwar immer mit einer Person, die dann dort schon sitzt. Und das machen wir dann mal gleich. Du lässt aber erstmal deine Zusatzaufgaben durchlaufen, wa? Ja, dann machen wir so. Gut. Wie sieht's denn bei ihr aus? Oh, kommt die Kohle rein. Oh. Also das ist besser als Programmieren. Das ist so eine Sauerei und es geht auch schneller als Programmieren. Warum? Das bringt mich aber noch was zur Verzweiflung. So, sie ist poetisch. Ausgezeichnete Bücher sowieso veröffentlichen. Okay, passt. Was hat sie denn für Bedürfnisse? Passt. Genau, Sagubobia. Was ist Sagubobia? Wow, wer tanzt denn da so rum hier? Aha. Sie Schachspielen eins von sowieso. Okay, dann macht sie ja gleich nochmal eine Runde. Spiele mit Tim. Tja, Tim ist dran, ne? Ob er will oder nicht. Comedy-Fähigkeit. Nee, ich werde noch zum Komiker hier. Oder was hat ein Clown hier frühstückt oder wie? Es geht ja gar nicht hier. So. Er ist schon recht nah am Ziel mit der Zusatzhausaufgabe. Sehr schön. Genau. So, was macht mal Frau Mama? Frau Mama macht sich erstmal einen Tee. Nee, den machst du dir nicht. Du machst hier einmal öffnen. Du hast nämlich Hunger ohne Ende, wie ich gerade hier sehe. Erstmal verdorbenes Essen aussortieren. Dann darfst du hier... Ah, der Kaffee kocht noch. Kaffee. Oh. Kaffee. Ich glaube, ich werde gleich auch noch einen Kaffee nehmen. Und einen Donut. Oh Gott. Zusatzaufgaben. Ich fasse es nicht. Okay, dann kann JD mal bitte... Nee, sie darf erstmal schnell hier was öffnen. Sich hier in Monte Cristo ziehen. Und JD wird jetzt mal Oparillo richtig hier ganz nett sein. So, Freund fürs Leben. Na, das wird da hier Hammer. Mehr Auswahl, freundlich, nochmal Tag verschönern. Dann Komplimente. Dann Toilettenwitz machen. Dann einen Insiderwitz erzählen. Dann, okay, ist voll. Gut, sie dürfte soweit in Ordnung sein. Ist er auch. Das heißt, sie wird hier mal weiterschreiben. Jo, mentale Fähigkeiten, sehr schön. Schreiben, weiterschreiben. Ritzen 2, genau. Ritzen 2. Nicht, was ihr jetzt denkt, ne? Das ist was über Holzverarbeitung, ne? Genau, sie ist inspiriert, das ist sehr gut. Das heißt, Essen ist fertig bei dir. Und du darfst das hier einmal klassisches Gemälde auf extra large. Und Oparillo, ja, der muss halt mal kurz die Unterhaltung unterbrechen. Der darf das hier mal an den Sammler verkaufen. Wie viel Kohle bringt das überhaupt? 117. Das hat sich jetzt aber gelohnt.
Das haut mich jetzt hier voll aus dem finanziellen Ruin raus. Ja, der Urin war was anderes. Der finanzielle Urin, das ist der Urinstein. Der wird dann immer steinreich nachher, der Urinstein. Ja. Das ist genauso wie mit Urin stinkt. Ja? Der Urian stinkt. Ja, Urian, naja, ihr wisst schon, was ich meine. So, dann lass mal den mal hier hinsetzen. Hallo? Sitzen. So, Shady, du kleiner Hosen sowieso. Naja, wisst schon. AA. Hosen AA. Du darfst hier einmal, auch sitzen. Und du darfst dann wieder mehr Auswahl. Du darfst freundlich sein zu Opa. Du darfst mal besser kennenlernen. Dann darfst du ihn liebkosen? Nein. Opa liebkosen, das klingt ein bisschen komisch. Gemeinsam ein Foto machen, was hast du denn noch? Auf Popkultur beziehen, okay. Hüfttanz, genau, dann darfst du Zuspruch. Und du darfst von Interessen, wo die jetzt auch immer geblieben sind, darfst aber nochmal Zuspruch machen. Dann darfst du Geheimnisse plaudern und du darfst von Interessen schwärmen. Genau. Gut. Dann die Kleine wieder hier. Das war doch. Kreativfähigkeit. Ja. Oh Gott, wo kann man das hinmachen? Hier hin. Das heißt, du darfst nochmal hier zeichnen. Ein Fahrzeug. Und das muss ich echt mal gucken hier. Sie hier, wa? Genau. Sie darf jetzt wieder mal Schach spielen. Wann muss er zur Arbeit? Ist doch bald soweit, wa? 20 Minuten, ja, dann lassen wir ihn in Ruhe. Sie wird dann sozusagen mit ihnen machen. Mohammed. Genau. Schubidubidu, mal gucken. Ja, einmal muss er noch. Das heißt, sie wird Schach spielen mit Alantania. Genau. Und der JD, ihr kleine Hosen-AA, wird sich hier mit Comicfiguren ein bisschen rumblödeln, über Interessen reden, dann Komplimente machen, einmal einen Tag verschönern und da unten blitzt was. Was ist das? Habe ich eine Fußbodenheizung hier oder was? Ich kann das auch nicht anklicken. Ich habe ziemlich heißen Boden hier oder was? Keine Ahnung, was das ist. Jetzt hat sich das aufgehört. Ich bin irritiert. Ja, darfst dich ja mal hier hinsetzen, beziehungsweise zusammensitzen. So, weiter geht's. Unglaubliche Geschichte erzählen. Über Interessen reden. Sind soeben beste Freunde geworden. Mal gucken, ob das schon reicht. Nee, Freunde fürs Leben. Oh Gott. Ja, Shady, hau mal rein hier. Beleidigen, beschimpften, Geheimnis ausplaudern. Ja. Mehr Auswahl. Freundlich. Nach Tag fragen. Und freundlich. Um Tipps bitten. Ja, Tipps bitten sind nie verkehrt. So, Kima kann ein neues Buch veröffentlichen. Das ist sehr schön. Das heißt, da kommen da langsam auch der Kohlen rein. Einen Verlag verkaufen. Ritzen 2. Passt schon mal sehr gut. Was hat sie für Fähigkeiten? Eigentlich ganz gut alles. Boah, es läuft richtig geil gerade hier. Schreiben. Ein Genrebuch schreiben. Sie macht einmal was. Biografie, stimmt, das war ja was noch hinzugekommen, war. Eine Biografie. Genau. So, wer geht da raus und warum geht da jemand raus? Sie geht raus und sie will auf alle Fälle noch Fähigkeit 5 erreichen. Oh Gott, wo kann man das hier hinklatschen? Hopp, da war doch was gerade frei. Genau. So, dann macht sie nochmal Zeich...
Hey! Kann ich mal sein. Biografie. Gut, Biografie. Ein Quantum Pro. Ein Quantum, nee, nicht Quantum Pro, das klingt blöd. Ein Quantum Ein Quantum Go, genau. Das ist eine Biografie, wie wieso ist das jetzt weggegangen? Nochmal. Ach, weil das ganze andere. Ach du Scheiße. Okay, nochmal. Ein Quantum Go. Das ist eine Biografie wie ein Quantum durch die Welt geht. So, okay, passt das schon? Gut. Yes. So. So. Und nochmal so. So. Oh. Hygiene. Hygiene geht in den Keller. Das heißt nicht die Hygiene. Das Plässierliche. Da. Das da. Oh, das Plässierliche. Das wird einmal durch die Suspensorium gezogen. Und ich sehe gerade, wir haben hier Folgendicht, weil hier die Folgedichte. Das heißt, die Auswahl des Essens sehen wir in der nächsten Folge. Wenn ihr wollt, könnt und mögt. Cheerio, ciao, ciao und bis morgen. Einen schönen, angenehmen Tag euch allen.